hochkonzentriert und hochfokussiert müssen die Leute hier arbeiten in der Notrufzentrale in 112 Operator. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Serie. Playway, die Publisher von 911 Operator, haben ein neues Spiel. In der frühen Alpha befindet sich momentan 112 Operator und ich bin schon sehr gespannt, denn es hat sich einiges geändert, einiges weiterentwickelt und jetzt zum Beispiel gibt es auch mehr oder weniger 3D-Objekte auf der Karte. Also, das Prinzip ist gleich geblieben, aber mal schauen, wie gut denn hier die neue Version von 911 Operator jetzt mit einer anderen Verpackung ausschaut. Wenn ich meine mit einer anderen Verpackung, dann meine ich natürlich, dass das Spielprinzip dasselbe ist. Wir sind immer noch Notrufzentralenleiter und haben jetzt hier in der frühen Alpha-Version die Möglichkeit zu wählen. Ja? Berlin, Istanbul, London, Madrid, Moskau, Paris, Rom und Warschau. Also alles Hauptstädte, alles gut besiedelte Städte. Ich hätte gesagt, wir starten in Berlin mal. Müssten wir ja recht gut kennen. Und hier gibt es jetzt auch, was neu ist, eine ganz neue Kartenansicht. Ja. Und wir haben hier über die einzelnen Städte auch nochmal Informationen. Wie cool ist das denn? Also ich finde es schon nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall hier auch eine allgemeine Übersicht. Und wie viele Leute hier leben. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir, hätte ich gesagt, starten mal direkt rein und schauen, wie es dann im Game ausschaut. Da gibt es jetzt hier im Ladebildschirm schon so eine quasi animierte Anleitung, wie man was macht. Da gibt es auch hier, wie man es ja auch schon aus 911 Operator kannte, so richtige Step-by-Step-Anleitungen, bloß jetzt hier nochmal visualisiert durch ein Video. Sehr cool. Echt sehr cool. Alles klar. Gut, wir müssen aber starten. Und mir wurde schon gesagt, die richtig krassen Einsätze kommen erst so halbe Stunde später. So, wir setzen das Headset auf. Sehr schön. Ja, sehr cool gemacht hier, wie ich finde. Wenn wir jetzt die richtig krassen Einsätze haben wollen und das neue eben Spiel beziehungsweise zu 911 Operator sehen wollen, müssen wir 3 Schichten und circa 30 Minuten Gameplay skippen. Das können wir so machen, wurde mir gesagt. Wir können jetzt hier einfach die Schicht beenden, dann eine neue starten, dann die beenden, dann wieder eine neue starten. So, jetzt haben wir die zweite durch. Jetzt kriegen wir auch neue Bereiche hinzu, wie ihr sehen könnt, ne? So, und jetzt machen wir nochmal eine Schicht skippen. Dann haben wir nämlich die starken Einsätze, beziehungsweise die krasseren und schwierigeren Einsätze. So, wir starten, beenden die auch. Und dann, jetzt kommen die krassen, nämlich geht's jetzt richtig los mit den schwierigen Einsätzen. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal schnell. Wir sind ganz gut bewaffnet momentan. Können aber ein neues Squad hinzufügen, haben ja 94.000 Euro momentan. Ich hätte gesagt, hier noch ein Polizeiauto und hier die beiden Leute. So, die sind leicht bewaffnet, das passt. Und wir könnten hier sogar noch einen Hund hinzufügen, richtig cool. Hier haben wir auch die typischen Sachen, die wir noch so kennen. Und natürlich die Leute mit ihren unterschiedlichen Fähigkeitsstufen in dem Sinne. Gut, alles klar, dann hätte ich gesagt, legen wir auch schon los. Und schauen, was uns so erwartet. Da haben wir jetzt schon das erste Feuer. Und da müsst ihr jetzt genau hingucken. Wir haben 1 Meter pro Sekunde Westwind. Bedeutet, jetzt kommt da entsprechend auch das Feuer, was sich in die Richtung hier ausbreiten wird. Das ist das Krasse, auf jeden Fall zu sonst. Und wir haben direkt mehr noch. Wir haben nämlich noch 2 weitere Einsätze bekommen. Und zwar wurde eine Person von jemandem angegriffen. Mit einem Messer, ist verwundet und braucht die Polizei. Und, was haben wir hier? Eine Brieftasche wurde gestohlen und der Typ flieht gerade, alles klar. Gut, hier haben wir was anderes, Firefighter Invention needed, jawohl. Okay, wir haben ein großes Feuer, was sich da ausbreitet. Es heißt auch, man sollte womöglich die... Wo? Da oben? Man sollte womöglich... Oh, hier ist aber viel los heute gerade. Man sollte womöglich die ganzen Leutchen auch evakuieren, wenn das Feuer zu groß wird. Und schaut euch das an, wie sich das jetzt hier schon ausgebreitet hat. Ist brutal. Ja, 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 wir sind schon unterwegs und jetzt geht's hier direkt weiter. Es ist ja der Wahnsinn. So, wir kriegen lauter Einsätze gerade rein. Das ist auf jeden Fall nicht so easy. Gut, da gab's einen leichten Unfall. Da gibt's einen, der viel zu schnell unterwegs ist in der Stadt. Das lassen wir natürlich nicht zu. So, da oben haben wir einen massiven Blutverlust. Alles klar, wegen einer offenen Wunde. Dann holen wir hier direkt auch eine Einsatzkraft hier in die Nähe, weil der eine ist schon auf dem Weg dorthin. Dann eine hierher. Denn hier gibt es einen Herzinfarkt. Oh, 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 alter Schwede. Was haben wir hier?
Eine Person hat einen lauten Streit gemeldet. Möglicherweise gibt es da auch noch Gewalt her. Super. Gut. Ah, da steht auch, was sie jetzt gemacht haben. Case resolved, also Fall erledigt. Wie schaut unser großes Feuer aus? Uiuiui. Okay, da müssen wir jetzt anders hantieren. Die Einheit muss hierher, dahin, wo sich das Feuer nämlich ausbreitet. Und da das Ganze stoppen. Alter Schwede, ey. Das Feuer, ihr seht, das Löschfahrzeug ist dabei. Ihr seht auch, wohin. Wir müssen das Ganze jetzt aber strategischer angehen. Alter Schwede, warte mal. Wir müssen jetzt mal schauen, wo wir hier daheim sind überhaupt. Da brauchen wir jemanden. Eieiei, du. Da. Dann, hier haben wir zwei Feuer. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Und die haben auch Wassertanks, die Feuerwehrleute. Sehr interessant. Wir müssen mal schauen, dass wir auch wirklich jeden Einsatz gerade hier haben. Ihr seht's, ne? Krass. Und hier sieht man, wie es gelöscht wird. Sehr cool. Wirklich cooler Einsatz. Wenn sich's bis zur Stadt ausbreitet, muss man auch evakuieren. Das ist das Krasse. Wir werden wahrscheinlich jetzt hier aber drei Feuerwehrlöschfahrzeuge brauchen, falls wir das hier nicht unter Kontrolle kriegen. Aber momentan geht das schon. Ihr seht aber, ne? Jetzt momentan, gerade ist die Schwierigkeitsstufe dadurch sehr hoch. Und das macht das Ganze natürlich schwieriger. So, mal schauen, ob der das jetzt hier löschen kann, wenn wir das so machen. Wir haben einen Notruf. Ein Baby im Auto. Alles klar. Adresse? Okay, und was ist mit dem Baby überhaupt? Was ist mit dem Baby? My car was parked next to it and I was about to drive away, but I saw the baby. It's left in the car with cold. Oi, oi, oi. Es ist sehr heiß draußen. Sehr gefährlich. Ich hole die Polizei. Oder gleich die Feuerwehr ist die Frage. Okay, wie alt ist denn das Kind überhaupt? Sehr wichtig. Ja, wir kommen sofort. Wir kommen sofort. Vielleicht, wenn er selber hantiert. Nein. Wo sind die Eltern? So, there aren't any people around that could possibly be the parents. No, when I came here, there weren't any adults around the car. Ah, hier sind zu viele Einsätze momentan. Was sie tun sollten? Ah, die Polizei oder er selber einschlagen? Ja, ich schick die Polizei. Can you wait there? Wir haben eine Streife in der Nähe. Ja, wir sind unterwegs. Weil nicht, dass es selber einschlägt und dann hat das Baby noch Schaden oder so? Das wäre nicht so gut. Oh, der hat kein Wasser mehr. Ja, super. Und warum löscht er nicht mehr? Lösch, lösch. Tu deine Arbeit, verrichte sie. Okay, wir haben noch Nordwestwind momentan. Wir müssen hier echt strategischer dann rangehen. Ich bin selber natürlich jetzt hier noch recht neu. Aber ich gebe mein Bestes, sagen wir so. Der hat auch kein Wasser mehr, ey. Ernsthaft? Okay. Eieiei, du. Leute, das ist aber hier stressig, so viel steht fest. Hier haben wir einen Einsatz. Okay, sehr laute Party. Okay, möglicherweise Drogen. Das ist natürlich immer schwierig. Ah, da sehen wir jetzt auch hier, ne, was die machen. Wo die sich gerade befinden, die Beamten, wenn wir hier einen Einsatz auswählen, wo sie gerade eintreffen. So, der hat sich jetzt wieder voll gemacht mit Wasser. Die haben auch unterschiedliche Kapazitäten, sehe ich gerade. So, der muss jetzt weiter löschen. Wir haben da unten noch ein bisschen Feuer. Aber wir haben es generell unter Kontrolle, hätte ich gesagt. Sehr gute Arbeit. So, und ansonsten, wie schaut's denn hier aus? Ah, hier haben wir anscheinend technische Probleme. Ey, aber die Feuerwehreinsätze sind gerade schon präsent, hätte ich gesagt. Ne? Ah, kümmere dich noch kurz um die da. Sanitäter. Okay, da unten geht's gerade auch ab. Ey. Wir müssen die mal ein bisschen aufteilen hier, die Sanitäter auch. Wir brauchen da oben einen mal am besten. Und ansonsten, wie schaut's hier aus? Der Feuerwehrtypi darf mal da hochfahren. Die Polizei ist bereits auf dem Weg, der kann direkt den abfangen. Das ist der Wahnsinn. Alter Schwede, was ist denn hier los? Ich komme gar nicht mehr klar. Wieso fährt er an den Polizeiautos vorbei hier? Das kann doch nicht wahr sein. Der Verbrecher fährt an den Polizeiautos vorbei. Nee, du. So, wie schaut's hier aus? Der müsste doch jetzt langsam geklärt sein. Ja, schaut euch das an, der ist ja eigentlich jetzt hier durch. Der fährt noch das Gebiet ein bisschen ab. Aber wir haben momentan echte Probleme, was die Einsatzfähigkeit und Verfügbarkeit unserer Feuerwehrfahrzeuge betrifft. Das ist halt echt krass, ne? Die sind bereits hier am Arbeiten, vor Ort. Okay, was haben wir hier? Eine Person hat anscheinend Symptome eines, was ist das? Herz, hier, Heart Attack oder was? Was ist hier? Okay. The Operator's Order
To Go Squad 18 was cancelled. Also der hat anscheinend gecancelt. Wieso hat er das gemacht, ist die Frage. So, da sind die fertig. Oh, uiuiui. Ja, da sind die fertig. Dann schicken wir die mal daher. Da ist anscheinend eine Mülltonne, die brennt. Und wir haben hier 3D-Modelle, ne? Seht ihr das? Da sollen dann auch die Wahrzeichen entsprechend größer sein, beziehungsweise sichtbar sein. Das finde ich auch sehr cool. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Erweiterung zu dem eigentlichen Spiel. So, hier gibt es kaputte Powerlines, also Stromkabel. Was ist hier? Okay, anscheinend müssen wir hier ein bisschen was vorbereiten, damit nichts eskaliert wegen der Hitze. Okay, was haben wir hier? Polizei ist unterwegs. Anscheinend ist hier ein Mülleimer auch wieder. Der brennt mitten auf dem Land, ey. Alter Schwede, und der da oben, der geht dauernd out of water. Der hat auch einen Minitank, schaut euch das an. Da sieht man mal, ne, der hat nur diesen kleinen Kasten. Und der andere Kollege, der da zum Beispiel, hat einen Riesen. Dann tun wir den da dahin schicken und den mit dem Kleinen darunter. Beziehungsweise darunter, der andere ist nicht mehr... Was ist das hier? Watercourten. Ah, jei. Okay, also Vorbereitungsmaßnahmen so gesehen treffen. Hier oben haben wir eine Information bekommen wegen einem verdächtigen Drogendealer. Beziehungsweise einen Drogendealer, der dort erwartet wird. Okay, da unten. Massiver Blutverlust, alles klar. Hier haben wir anscheinend bei einer Barbecue-Party, der sich schwere Verbrennungen zugefügt hat. Sehr ungesund, ehrlich gesagt. Hier oben haben wir einen Stalker. Das ist ja der Wahnsinn. Sag mal, Leute, ihr braucht da mal hier, ne? Bisschen Disziplin, das ist ja der Wahnsinn. Ah, Messerattacke. Wir haben lauter solche heftigen Einsätze gerade. Ich komme gerade gar nicht mehr klar, ey. Okay, der ist gleich verfügbar. Dann fahren wir mit dem darunter. Den bitte abfangen. So, den abfangen. Der muss dann gleich darunter fahren. Da gibt es eine laute Party, da gibt es Probleme. Alles klar. Ja, kümmere dich drum bitte. So, da haben wir einen auf der Autobahn. Der gibt Stoff. Der ist bereits dahin auf dem Weg. Der ist am Raser noch dran. Uiuiui, du. Ich habe gerade keine wirklich freie Einheit, wenn ich ehrlich bin. Keine einzige freie Einheit. Laute Party, gut. Hier haben wir einen... Ja, gut. Parkverstoß. Der kommt dem auch nicht hinterher, ne? Gut, dann kümmerst du dich um den Parkverstoß. Es ist ja der Wahnsinn. So, wir müssen die mal ein bisschen aufteilen. Hier unten haben wir eine... Was? Ein Bienenstich, oder was? Ja, Tatsache. Mit allergischer Reaktion. Oh, das ist auf jeden Fall gefährlich. Gut, wo haben wir das große Wasser benötigt? Okay. Kümmere dich mal bitte darum. Was ist hier oben? Oh, ey, die Leute mit dem kleinen Tank, die kannst wegschmeißen. Die kannst wegschmeißen. Feueralarm. In anscheinend einem Studentenwohnheim. Okay, wir brauchen hier die Feuerwehr. Leute, der kann sich darum kümmern. Und der mit dem großen Tank soll dann da hochfahren. Da scheint es wegen dem Müllbrand noch mehr Feuerwehrleute zu benötigen. Ja, das ist ein schlechter Witz mit dem Mini-Wassertank da, ey. Der muss jede 2 Minuten zurückfahren. Das ist halt auch eine coole Neuerung, dass die Einheiten jetzt nicht mehr so, ich sag mal, unbesiegbar sind. Die kümmern sich gerade ums Feuer, wie man sieht, ne? Da sieht man auch jede einzelne Person, wie es da geht, was sie so macht. Okay, da unten, was ist da? Okay, wieder Vorbereitungsmaßnahmen scheinbar. Die werden beschossen. Ich hole die Kollegen. Na da. Polizeitransport, ja, da kommen wir schon. Ja, perfekt, haben wir schon, perfekt, optimal. Boah, alter Schwede, das ist ja mal stressig. Also im Vergleich ist es auf jeden Fall sau krass, wie beschäftigt man es sich. Gut, ich meine, jetzt, wir sind jetzt auch, ne, wir haben die Einheiten so gewählt oder die Einsätze so gewählt, dass wir natürlich jetzt die heftigste Schicht haben. Aber, alter Schwede, also da sieht man mal, was auf einen zukommt dann später. Besonders, wenn man das gar nicht gewohnt ist, auch mit dem Feuer ausbreiten. Da sieht man mal, ne, wie heftig sich das ausgebreitet hat oder ausbreiten hat können. Jetzt mit stärkerem Wind wäre es natürlich noch schlimmer gewesen. Dadurch, dass wir auch keinen Regenfall haben, ne, das wird sich dann auch da mit reinspielen. Die Temperatur, wir haben einen wolkenlosen Tag, da ist es noch schlimmer mit der Hitze. Also da merkt man schon, alles klar, es ist auf jeden Fall eine ganz andere, ich sag jetzt mal, Handhabung auch, ne. So, die Feuerwehrautos müssen sich wieder auffüllen, fahren mal zurück zur Wache. Die Polizeiautos teilen wir ein bisschen besser auf, vielleicht kommt da noch ein Einsatz.
Und ansonsten haben wir jetzt hier noch ein Feuer, oder ne, technisches Problem war das. Alles klar. Wow, was für eine Streife. Oh, da haben wir anscheinend was falsch gemacht. Den Heart Attack, also scheinbar die Herzattacke, womöglich Schlaganfall, haben wir hier verpasst. Also, trotzdem einen Profit von $34.000 für wieder neue Einsatzkräfte gemacht. Ich finde, die Alpha zeigt uns schon sehr, sehr cool und sehr, sehr gut, worauf wir dann am Ende stoßen werden. Auf jeden Fall ein ganz anderes Niveau als jetzt zum Beispiel in 911 Operator. Wir haben jetzt hier auch von jedem einzelnen Einsatz eine ganz genaue Beschreibung, ja. Wie, wer angehalten wurde, welche Strafe er erhalten hat und so weiter, ne. Also sehr cool, auch wenn man was falsch gemacht hat, wie hier. Die ist anscheinend verstorben bei eben dem Versuch. Und anscheinend haben wir zu spät reagiert. Also da sieht man mal, so einfach und schnell kann man hier Fehler machen, wenn man so viel zu tun hat. Also da sieht man mal. Aber ich bin gespannt, was das volle Spiel bzw. die Beta dann so uns zeigen will. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.